mal wieder darüber. Mag sein, aber darum geht es auch nicht. Im Kampf ist Einschüchterung die halbe Miete. Ah, verstehe. Die Frumfraff machen genau dasselbe. Frumfraff? Die Frumfraff. Winzige, scheue Kreaturen. Wenn sie sich bedroht fühlen, plustern sie sich auf und kreischen, um Angreifer in die Flucht zu schlagen. Sie wollen mich doch verarschen. Solche Kreaturen gibt's gar nicht. Würde ich sie jemals belügen? Vielleicht gibt's sie wirklich. Warum Achtung? Ich glaube, wir sind da. Wer auch immer diese Nachricht hört, bitte finden Sie unsere Tochter Ibel. Sie war auf dem Weg nach Techix. Die Cat machen Jagd auf uns. Sie haben unsere Söhne und Töchter entführt. Ibel ist alles, was meiner Frau und mir noch geblieben ist. Wir haben gehört, in Techix soll es sicher sein. Aber es ist zu weit entfernt. Und hier draußen ist es zu dunkel. Wir haben Ibel ohne uns weitergeschickt, um sie zu retten. Die Cats sind uns gefolgt. Ich kann sie draußen hören. Sie werden mich und Ira finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ibel, falls du das hier jemals hörst, wir lieben dich. Vergiss das nie. Sei stark. Die Cat haben auch ihre Eltern erwischt. Wieso hatten es diese Dinger auf eine komplette Familie abgesehen? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht genug Daten, um eine solide Schlussfolgerung zu ziehen. Sam, schick die Audiologs der Familie an den Widerstand. Wir haben getan, was wir konnten. Das hier ist eine Falle der Cat! Ja, natürlich. Cat, bereithalten! Soll es auch sonst sein, außer eine Falle? Schon auf. Gut. Weiter zum nächsten. Stark waren sie jetzt nicht gerade. Keine gute Falle, wenn ihr nur drei Pirche auf mich schickt. Auf uns. Naja, gut. Dann frage ich mich aber, wie sie das gemacht haben. Naja. Sieht irgendwie komisch aus. Und das ist auch komisch. Man kann hier durch die Welt gucken. Naja. Ist ja eine offene Welt, ne? Da passiert sowas schon mal ab und zu. So. Jetzt aber weiter. Danach können wir auch mal in dieses Gebiet hier gehen. So. Ich weiß nicht, ob ich hier den Berg hochkomme. Fahren wir mal lieber wieder außen rum, so wie wir es bereits kennen. So. Ich weiß nicht, warum es uns immer anzeigt, dass man mit S den Nomad verlangsamen kann. Jetzt wüsste ich das nicht. Vor allem funktioniert das nicht, wenn man im Rückwärtsgang fährt. Sie haben also ihr gesamtes Leben unter der Knute der Cat verbracht? Ich weiß gar nicht genau, was eine Knute ist. Okay. Anscheinend belassen wir es dabei. Oh oh. Ich glaube, wir haben es gefunden. Oh. Abzubauen ist hier natürlich nichts. Es gibt hier ein aktives angaranisches Datengerät. Das sollten wir uns mal ansehen. Ein Datenpad. Die Leute aus Hellast waren Verbündete. Sie haben uns Unterkunft gegeben und uns geholfen, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten.
8 brave Familien haben uns willkommen geheißen, wie ihresgleichen. Und jetzt werden wir ihren Tod rächen, als wären sie unser Fleisch und Blut gewesen. Die Ketter haben entdeckt, was da Hellast für den Widerstand getan hat. Sie haben alle hingerichtet. Wir haben Mütter gefunden, die auf ihren Kindern lagen. Ehemänner und Frauen, die direkt neben ihren Eltern getötet wurden. Diese Bilder werden uns alle für immer verfolgen. Wir werden den Cat diesen Schmerz tausendfach vergelten. Unsere Zelle wird Rache an diesen Schlechtern nehmen und so viele Leichen auf dem Eis zurücklassen, dass man sie aus dem Orbit erkennen kann. Der Widerstand lässt sich nicht negieren. Rage de Vorsk. Puh. Okay, das erklärt das zumindest. Unbekannt. Dann mal auf gen Unbekannt. Wow. Was war das? Das sind mal wieder Relikte. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Suchen wir Tech für Peeby. Ach, Peeby Tech. Auch nur. Okay, Doch, das wird schon klappen. Oh oh. Nicht so stark. Und wie viel halten die denn aus? So. Verdammten Laser, die sie immer haben. Wow. Über hier. Hast du es? Nee, da drüben sind doch noch mehr. Auch von oben. Schon wieder. Ich würde das nicht besonders viel Schaden, den sie machen. Warum? Warum haben sie gerade auf mich geschossen? Komisch. Okay, hier gibt es wieder mehr zu tun. Gucken wir mal nach. Noch irgendwo was. Können wir ein bisschen unsere Carnifex nachladen. Und noch was zum Scannen. Was ist das? Ah, okay. Das sollte es gewesen sein. Nur eine Glyphe. Reicht ja auch. Okay, Sudoku. Okay, auf geht's. Ich glaube, das hier ist einfach. Das sieht gut aus. Das und das. Alle anderen Zeichen sind vergeben, oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nur das geht. Okay. Dann bleibt hier auch nur eins übrig. Dann bleibt hier nur eins übrig. Und zwar auch das Ding. Bleibt hier nur dieses Teil und hier wieder das. Leider haben die keine Namen, deswegen... Also es sieht aus wie ein F, aber die anderen sind so ein bisschen schwierig zu deuten. Ne, so rum geht's auf keinen Fall. Achso, doch. Das war, glaube ich, gerade richtig. So, und dann... Hier, und dann haben wir hier 4. Davon 4. Davon 4. Und davon 4. Das sollte richtig sein. Lösung abschicken. Okay. Nicht schlecht. Das hat... Das muss die Rel-Tech sein, die Peeby braucht. Rel-Tech? Peebys Bezeichnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Mhm. Ich werde ihr dieses Teil bringen und dann hoffentlich herausfinden, was es mit ihrem Geheimprojekt auf sich hat. Ah, das stimmt.
Finden wir endlich was raus. Oh, wir sind ja aufgestiegen, ganz vergessen. Nicht ins Logbuch, sondern auf die Fähigkeiten. Wie viele Punkte? 5, nicht 6. Wir könnten was hier reinsetzen. Oder vielleicht in die Teamunterstützung. Kräfteschaden. Machen wir mal das. Ich glaube, den einen Punkt kann ich wieder für nichts einsetzen. Ich meine, wir könnten hier irgendwie Kampfwerkzeuge nehmen. Oder, naja, wegen irgend so einem Ding hier mehr reinzupacken. Das bringt jetzt, glaube ich, auch nicht viel. Behalten wir den einen Punkt mal. Jarl kann mit seinen 4 Punkten ein bisschen was anfangen. Erst mit einer verbesserten Regeneration. Und Fetra kann mit ihren 2 Punkten nur den Turbolader verbessern. Was ja besser als nichts ist. So. Okay. Dann speichern wir mal nochmal. Und wo geht's hin? Bin der Meinung, wir können mal dahin fahren. Weit weg von allem anderen. Scheint zumindest so. Was ist das denn? Oh. Okay, das sieht interessant aus. Es stimmt was. Das ist ein großer Schild. Ja. Das ist Jarni Ik. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Reliktding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Minen. Er wird von der Hauptkommandobasis aus gesteuert. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Bleiben wir mal in dem Modus. Immer schön weiter. Gucken, was wir da Schönes finden. Das ist ziemlich abseits. Und rauf. Den Schneeberg. Okay, an den Schild kommen, hinter das Schild kommen wir also noch nicht, bis wir die Basis zerstört haben. Oder sabotiert haben, oder was weiß ich. Infiltriert reicht bestimmt. Wir werden sehen. Falsche Seite. Okay, noch eine Thoken. Ein Element Zero? Klar, warum nicht? Ein einzelnes Element Zero. Und ich denke mal, dass das Ding dann... Ah ne, es sitzt nördlich davon. Ich dachte schon, es sitzt da drin in dem Schild, dass wir deswegen nicht rankommen. So. Na gut, wenn es in die Richtung ist, dann ist es ja einfach. Was ist das? Nur ein Tier. Das soll uns nicht interessieren. Da drin müssen aktive Relikte sein. Das sollten wir uns ansehen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ja. Und wir kämpfen ein bisschen mit den Relikten. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder.